Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Ankermann und zwar mit dem Ankermann Wildes Karnickel Gaming PC mit den technischen Daten dabei für 2277,50 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Dieses System wurde mir vorgeschlagen von Feral Bull bei uns im Videovorschlägekanal auf Discord und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Das Bild ist das stinknormale Gehäusebild ohne Schickimicki oder so. Das passt soweit schon. Hier sind noch ein paar einzelne Komponenten, also das Mainboard und die Grafikkarte. Das ist aber soweit in Ordnung. Bevor wir hier mit den technischen Daten starten, wollte ich nur mal erwähnt haben, dass ich das cool finde, dass die sogar diese Seriennummern mit dabei schreiben. Das heißt, ihr könnt das 1:1 raussuchen, was für Komponenten das sind. Halt auch bei Geizhals. Macht die ganze Sache einfacher. Und das macht nicht jeder Systemintegrator. Von daher wollte ich es einfach mal erwähnt haben. Als Prozessor bekommen wir einen AMD Ryzen 9 5950X. Der hat 16 Kerne, 32 Threads, 105 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS. Könnt ihr auch ganz easy mit 3600 betreiben. Das Ding ist halt einfach nur, ihr seht es selber, wir sind hier noch bei AM4. Wir sind ja aktuell schon bei AM5 und halt auch noch DDR4. Aktuell ist es halt eher DDR5. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, in dem Preisbereich wirklich noch auf AM4 zu setzen. Ich habe ja so auch so eine Grenze für mich persönlich gesetzt, so 1400, 1500, da kann man ganz locker auf dem AM5-System gehen mit aktuellen DDR5-Speicher und hat die nächsten Jahre auch noch Ruhe, weil der Sockel erstmal eine Weile weitergepflegt wird von AMD. Das macht den Prozessor an sich ja jetzt nicht schlecht, aber es ist halt mehr oder weniger veraltete Plattform. Ansonsten könnt ihr mit dem natürlich streamen und zocken, alles überhaupt kein Problem, aber es gibt halt schon bessere Prozessoren auch in diesem Preisbereich. Und der kostet 306,89 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI MPG B550 Gaming Plus. Auch hier sieht man es wieder, AM4, klare Sache. B550 reicht für den Prozessor tatsächlich aus. Natürlich gibt es noch bessere Chipsätze, aber so ist es jetzt halt. Ansonsten haben wir gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten noch eine weitere SSD, hier kommt die Grafikkarte rein, mit etwas Glück könnt ihr diesen Slot hier noch benutzen, zum Erweitern von einer WLAN-Karte oder sonst was, hier ist sogar eine WLAN-Karte dabei, ich wollte es nur gesagt haben, ansonsten habt ihr halt noch die beiden Slots hier, da könnt ihr noch eine Capture-Karte oder so reinschmeißen. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, USB 3.1, USB Typ C ist mit am Start, zweimal USB 3.0, viermal USB 2.0, Netzwerkanschluss für Onboard-Grafik könnt ihr hier sowieso nicht benutzen, nehmt bitte den Anschluss von der Grafikkarte und PS2-Anschluss werdet ihr sehr wahrscheinlich auch nicht benutzen. Das Board ist nicht schlecht, aber es ist halt der AM4-Sockel. Ne? Ich werde mich jetzt immer wieder dran aufhängen, ist halt einfach so. Und das kostet 107 Euro bei Amazon. Die Grafikkarte ist eine Asus TUF Gaming RTX 4070 Ti OC 12 GB. Hier wissen wir immerhin schon mal, was wir bekommen. Also ist auch ein ordentlicher Brecher, ist auch ein gutes Kühldesign, die Asus TUF Karte. 12 GB in WQAD reicht natürlich, wenn ihr damit 4K spielen wollt, müsst ihr hier und da die Texturen vielleicht ein bisschen runterdrehen. Gerade wenn ihr noch Raytracing und sowas mit da reinschmeißt, wird es ein bisschen eng. Also eine gute WQAD-Karte, 4K, E-Sports-Titel, klare Sache. Ansonsten schaut euch einfach den FPS-Test in der Videobeschreibung an. Und die kostet 788 Euro bei Notebooks Billiger bzw. 0%shop.de. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB Corsair Vengeance LPX 3600 MTS. Also erstmal 32 GB, ja, ist in Ordnung, auch wenn es DDR4 ist. 3600 MTS ist immerhin mehr als die Spezifikation von AMD, ist halt ganz normal. Mal CL18 Speicher, ne? Und eben DDR4. Man kriegt halt DDR5 Systeme mit 32 GB. Ich habe auch noch zwei Alternativen gleich für euch. Könnt ihr euch dann mal anschauen. Aber an und für sich kann ich da jetzt nicht großartig meckern. Das ist schon in Ordnung. Und der kostet 67,89 Euro bei Mindfactory. Die SSD ist eine 1 TB Corsair 4 Series MP600 Pro. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7000 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 5500 MB die Sekunde mit TLC Speicher. 1 TB bei über 2000 Euro. Ja, ihr kennt mich. Ich finde es immer ein bisschen wenig. 2 TB hätten da ruhig reingekonnt. So ist es jetzt halt. Müsst ihr selber mit klarkommen. Ansonsten rüstet euch was nach. Ansonsten ist die natürlich sauschnell. Gar keine Frage. Reicht für einen Gamer ganz, ganz dicke aus. Und die kostet 106,99 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 850 Watt Be Quiet Pure Power 12M ATX 3.0. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular und hat, wie der Name schon sagt, auch schon den neuen Stecker mit dabei, den 12 Volt High Power Anschluss für die neuen Grafikkarten von Nvidia.
Ja, kann ich nicht meckern. 850 Watt, auch ganz dicke ausreichend, ist okay. Und das kostet 117,89 € bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Corsair 5000D Airflow Black. Das bringt schon 120 mm Lüfter in der Front mit und einen im Heck. Dann habt ihr auch noch die Wasserkühlung, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen, mit drin. Das ist soweit vom Airflow schon okay. Drei Lüfter vorne hätten mir jetzt besser gefallen. Das Gehäuse ist einfach nur riesig. Also die gehen hier auch mit einer 240er Wasserkühlung rein. Sieht dann total verloren aus. Aber naja, an sich ist das Gehäuse echt okay. Und das kostet 157,89 € bei Mindfactory. Da wären wir auch schon bei der Wasserkühlung. Das ist eine Corsair IQ H115i RGB Elite. Wie ich eben schon sagte, eine 240er Wasserkühlung. Theoretisch reicht es für den Prozessor, eine 360er hätte mir aber einfach besser gefallen, die läuft ruhiger, es sieht besser aus in dem System, weil so eine kleine Wasserkühlung halt total verloren ist in dem 5000D. Großartig RGB-Beleuchtung haben wir bei dem System sowieso nicht, haben wir eben schon beim RAM gesehen, die Gehäuselüfter sind nicht beleuchtet, die Lüfter der Wasserkühlung sind auch nicht beleuchtet. Das Einzige, was da leuchtet, ist der Pumpenkopf. Aber muss jeder selber wissen, was er halt mag. Und die kostet auch stolze 129 € bei expert.de. Ist echt viel für eine 240er Wasserkühlung, muss ich echt so sagen. Ich bin andere Preise gewohnt. Als Betriebssystem bekommen wir Windows 11 64-Bit Professional installiert und aktiviert. Ja, ist halt das aktuellste Betriebssystem, brauche ich nicht mehr zu sagen. Und das kostet 38 € bei IT Hardpulse. Dann bekommen wir noch einen WLAN-Adapter intern, PCI Express Wi-Fi Card. Ja gut, das sagte ich ja eben, dass halt ein Slot wegfällt beim Mainboard, habt ihr eben gesehen auf dem Bild. Ich nehme jetzt einfach die von TP-Link, die AC600, die hat die gleichen Specs wie quasi das, was gerade aufgelistet war. Ja, schmeißen wir mal so mit rein, ne? Und die kostet 19,48 € bei Synetic.de. Dann wären wir tatsächlich auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Wi-Fi-Karte, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.839,03 €. Und das System kostet 2.277,50 €. Da seid ihr jetzt bei einem Aufpreis von 438 € fürs Zusammenbauen. Das hat auch nicht irgendwie verlängerte Garantie oder so, ist einfach nur das System. Dazu seid ihr halt noch auf DDR4, ihr seid auf AM4, der RAM, ja, ist jetzt nichts Besonderes, aber ist in Ordnung. Da sind auch keine groben Schnitzer drin, aber es ist halt mehr oder weniger veraltet. Ich habe zwei Alternativen rausgesucht. Da ist jeweils ein 7800X3D drin. Jetzt werdet ihr sagen, der hat doch viel weniger Kerne. Ja klar, im Gaming reißt das Ding aber einfach mal 24% mehr als der 5950X und in der Produktivität gut 6% weniger. Müsst ihr jetzt selber wissen, was ist euch wichtiger. Also ich persönlich will die Gaming-Performance. Um diese 6% schere ich mich dann gar nicht und wir sind auf AM5. Und dementsprechend natürlich auch bei DDR5, ne, ist klar. Und wie ich eben schon sagte, habe ich zwei Alternativen für euch. Einmal Systemtreff, einmal Krotos Computer, je nachdem, ob ihr jetzt mehr oder weniger ausgeben wollt. Das wäre hier der Gaming-PC High-End bei Systemtreff mit dem 7800X3D, was ich ja eben sagte, für 2.179,99 €. Hier haben wir jetzt das Systemtreff eigene Gehäuse, Plexus ST801 Black. Ich war jetzt vor kurzem mal vor Ort bei denen, die sind ja bei mir um die Ecke. Die Gehäuse sind echt okay irgendwo, ne? Sind jetzt nicht High-End oder so, aber qualitativ schon in Ordnung. Die Wasserkühlung, die hier drin ist, da muss ich auch eine Alternative nehmen. Die habe ich aber auch schon mal getestet als 360er. Hier ist die 240er drin. Ist auch so ein bisschen verloren in dem Case, sieht man sogar hier auf dem Bild. Also wie gesagt, Gehäuse, Wasserkühlung, Alternative in der Liste. Die Listen sind auch immer in der Videobeschreibung. Könnt ihr draufklicken, selber vergleichen, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Wir bekommen aber einen 7800X3D. Habt ihr gerade gesehen, die Vergleichswerte? Den würde ich immer bevorzugen, gerade auch wegen der aktuellen Plattform. Wie gesagt, die 240er Wasserkühlung. Wir haben hier ein MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi, halt auch schon AM5 Board, DDR5, geht ja auch gar nicht anders. Wir bekommen auch 32 GB Speicher mit 6000 MTS, allerdings nur CL36. Finde ich ein bisschen schade. Ich hoffe, dass wir noch irgendwann umgestellt. Ansonsten konfiguriert es euch um. Ich habe CL30 Speicher bei denen gesehen. Da wollen die aber, glaube ich, 36 € Aufpreis für. Deswegen müsst ihr selber wissen, ob es euch das wert ist. Wenn wir jetzt von Dubaro sprechen zum Beispiel, die nehmen irgendwie 10 € Aufpreis. Ja, dann nimmt man das mit. Bei 36 €, müsst ihr selber wissen. Wir bekommen allerdings keine 4070 Ti. Wir bekommen hier eine 4080 Super. Und glaubt mir, das ist ein Sprung. Allein auch schon wegen den 16 GB Speicher. Auch dazu FPS-Test in der Videobeschreibung. Wir bekommen auch ein 850 Watt Netzteil, hat ebenfalls auch den neuen Stecker mit dabei, klare Sache. Auch nur eine 1 TB SSD, die auch noch ein bisschen langsamer ist als die von Ankermann, aber wie gesagt, als Gamer ist es relativ egal. Mit der Speichermenge müsst ihr klarkommen. Mit diesen 1 TB, ja, weiß ich nicht, kommt drauf an, wie viele Spiele ihr installieren wollt. Windows 11 ist mit dabei und hier haben wir halt auch 3 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht. Also die 3 Jahre Garantie, die machen den Braten jetzt fett, weil das kostet bei allen anderen meistens extra. Hier und da gibt es Systemintegratoren, die das so machen. Ich glaube, MIFCOM macht das auch, dass man immer standardmäßig
regelmäßig 3 Jahre hat, müsst ihr selber wissen, ob ihr euch das noch irgendwie mit reinrechnen wollt. Das sind meistens so 50 bis 70 Euro für das extra Jahr. Schauen wir uns da mal die Liste an. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse als Alternative, die Wasserkühlung als Alternative, das Netzteil und Windows. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 2.007,15 Euro. Und das Ding kostet 2.179,99 Euro. Da seid ihr jetzt bei 172 Euro Aufpreis. Hört sich schon besser an als die Nummer von Ankermann. Und ihr habt, wie gesagt, die aktuelle Plattform und eine bessere Grafikkarte vor allem. Dann haben wir hier noch einen PC. Darüber habe ich auch ein Video gemacht, aber ich zeige es jetzt trotzdem nochmal ganz kurz. Das ist der Gaming-PC, das Monte Edition 4070 Ti Super für 2.185 Euro. Das Gehäuse ist auch so ein halbes Aquarium. Die sehen ja mittlerweile fast alle so aus. Wir haben auch den 7800X3D, eine 4070 Ti Super. Die ist auch schon besser als die 4070 Ti, aber deswegen habe ich ja gesagt, 2 Preispunkte. Ne? Klare Sache. Wir haben hier auch 32 GB DDR5 6000 MTS CL30. Schon mal ganz nice to have, dass es wirklich mit dabei ist und nicht erst umkonfiguriert werden muss. Wir haben das MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi, haben wir heute schon mal gehört. Wir haben hier allerdings eine ADATA XPG Gamix S70 Blade 2 TB. Ne? Also die Grafikkarte ist ein bisschen schwächer, dafür ein bisschen mehr Speicher, ein bisschen besserer RAM, ist halt so ein Thema. Wir haben eine 360er Wasserkühlung, sieht gut aus, eine 240er hätte es halt klar getan, aber es sieht besser aus. Wir haben auch ein 850 Watt Netzteil, auch mit diesem neuen Stecker mit dabei. Windows 10 Testversion vorinstalliert ohne Key. Ja, müsst ihr euch halt einen Key kaufen und dann auf Windows 11 upgraden oder whatever. Das hier ist jetzt neu, dass es irgendwie dabei steht. Professioneller Zusammenbau mit Kabelmanagement, auch auf der Rückseite. Wichtig und richtig. BIOS-Updates und Einstellungen, angepasste leise Lüfterkurven. Ja gut, das schreiben sie alle da rein. Da wird ein Silent-Profil aktiviert. Letztes Mal Mad Gaming hat auch reingeschrieben, nee, wir machen das alles von Hand. Das Silent-Profil ist uns noch zu laut. Ja, von mir aus. Installation von Windows und Treibern in der aktuellsten Version samt aller Updates, Leistungs- und Stabilitätstest. Ich weiß bei Krotos, zumindest war es mal eine Weile so, der macht wirklich 24-Stunden-Test. Also ich habe das vor Ort gesehen, der ist auch in Bochum. Die sind alle in dieser Ecke dort. Ich war da vor Ort, ich habe mir das angeguckt und dann hat man auch dieses lustige Diagramm dabei, habe ich auch schon mal im Review gezeigt. Ist ganz cool, ich weiß nicht, ob er es immer noch macht. Aber eigentlich würde er es dabei schreiben, ne? Egal. Schauen wir uns da mal die Liste an. Haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.982,92 Euro. Und das System kostet 2.185 Euro. Da seid ihr jetzt bei Pi mal Daumen etwas über 200 Euro für Zusammenbau und den ganzen Quatsch. Was auch noch irgendwo im Rahmen ist und was sich auch besser anhört als das von Ankermann. Ich verlinke euch alle Alternativen natürlich unten in der Videobeschreibung. Einmal den Produktlink, dazu die Geizhalsliste. Könnt ihr tagesaktuell vergleichen, weil die Preise, die springen ja auch immer so ein bisschen, auch das Ankermann-System, wer es haben will, von mir aus. Aber das würde ich so jetzt erstmal nicht empfehlen. Nicht zu dem Preis und auch nicht, weil es halt AM4 ist. So leid es mir tut. Also bei dem Preis verlange ich AM5. Von mir aus auch noch den Sockel 1700, auch wenn er jetzt ausläuft, ja. Aber AM4 ist dann doch schon ein bisschen alt. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.